In den tiefen Wäldern Alaskas soll es eine Kreatur geben, die schlimmer als alles ist, was du dir vorstellen kannst. Es lockt seine Opfer mit Hilferufen nach draußen und wartet nur darauf, frische Beute zu bekommen. Falls sich dieses Ding sehen sollte, dann rennen. Es bleibt dir auch nichts anderes übrig. Ich befinde mich hier in der Hütte meines Onkels. Er war selber auf der Jagd nach diesen, wir nennen ihn Goatman. Ich habe seit einer Woche nichts mehr von meinem Onkel gehört und bin jetzt hier, um ihn in den Wäldern zu suchen. Hoffen wir mal, dass der Goatman nicht auf mich warten wird. Ich kann hier wirklich nicht schlafen in dieser Hütte. Ich weiß, dass da draußen irgendwas auf mich lauern wird. Aber ein Glück hat sich bis jetzt noch nicht gezeigt. Das hier ist ein Bild von meinem Onkel, der ist hier in den Wäldern verloren gegangen. Und er hat den Goatman hier gesehen. Ich glaube ihm da. Alle anderen haben ihn damals ausgelacht und jetzt ist er hier verschwunden. Und die Polizei möchte auch nicht hierher kommen, um nach ihm zu suchen, weil halt Beweise fehlen. Aber ich meine, er ist jetzt schon eine ganze Weile als vermisst gemeldet. Jetzt ist nur noch Rengo hier bei mir. Oder Rengo, keine Sorge, wir finden unseren Onkel wieder. Aber sonst ist hier alles auch komplett ruhig. Oh, Rengo, was ist los? Ist da draußen etwas? Ich hoffe mal nicht. Er hat es tatsächlich geschafft, auch diesen Goatman zu fotografieren. Moment, ich habe ein Bild hier, aber das hat natürlich keiner geglaubt. Man sieht es so gut wie gar nicht da drauf. Ich meine, ich kann es ja mal versuchen, hier noch weiter ins Licht zu halten. Vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser, aber na, da sieht man so gut wie gar nichts drauf. Und ich sehe jetzt meine Aufgabe, meinen Onkel zu finden und vor allen Dingen auch den Goatman zu fotografieren, damit uns endlich mal die Leute glauben. Und hier irgendein Suchtrupp oder sowas. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Ich habe auch ein Glück eine Kamera hier. Moment, sofort die Kamera mitnehmen. Was war denn das für ein merkwürdiger Schrei? Mit der Kamera kann ich hier ein Glück alles fotografieren. Ich habe zwar nicht genug Bilder dabei, aber von Rengo kann man schon mal ein Bild machen. So funktioniert das dann. Und wenn ich dann endlich den Goatman fotografiert habe, ich hoffe, dann schicken sie mal einen Suchtrupp hierher. Ein bisschen Nahrung habe ich hier auch noch gelagert oder hat mein Onkel besser gesagt hier gelagert und tatsächlich auch noch ein paar Waffen. Ein Jagdgewehr hat er hier und auch noch so eine komische Shotgun. Aber wie man mit der umgeht, weiß ich nicht so genau. Mit dem Jagdgewehr habe ich schon mal gejagt, aber tatsächlich mit der Shotgun, ich weiß nicht, ob ich die erstmal lieber hier in dem Fass lassen soll. Nicht, dass ich damit irgendwas hier kaputt mache. Ich glaube, ich packe die erstmal wieder zur Seite. Noch brauche ich die nicht. Aber was war denn das für ein Schrei? Ich hoffe mal nicht, dass das Ding jetzt schon hier draußen auf mich lauert. Rengo, du bleibst erstmal hier. Ich werde mich einfach ein bisschen umsehen. Aus welcher Richtung kam das denn? Ich glaube, das kam von hier hinten. Hier von diesem Hügel. Hallo, ist hier jemand? Ich glaube, ich sollte lieber nicht schreien, oder? Ich laufe mal am besten noch weiter. Oh, was ist das? Das Ding ist da draußen. Der Goatman ist da draußen. Ich muss schnell zurück. Hat mich das Ding verfolgt? Ich muss auf jeden Fall auch die Kamera bereithalten. Wenn ich dieses Ding fotografiert habe, dann müssen wir einfach von hier verschwinden. Hallo? Da hat jemand Hilfe gerufen. Das kam doch von hier hinten. Hallo, ist hier jemand? Ich kann dir helfen. Ich bin hier beim Haus. Ich muss unbedingt hier um. Am besten lasse ich die Laterne aus. Nicht, dass mich dieses Ding hier noch sieht. Von wo kam denn das? Ich habe es auch eindeutig gehört. Irgendjemand hat hier nach Hilfe gerufen. Aber scheint jetzt wieder ruhig zu sein. Was war da? Okay, das war ein Schwein. Habe ich mich erschrocken. Was ist denn das hier? Das scheint irgendeine große Höhle oder sowas zu sein. Ich wusste gar nicht, dass hier solche tiefen Höhlen sind. Ich höre Schritte. Was sind das für Schritte? Und was ist das für ein Geräusch? Irgendwas verfolgt mich hier draußen. Sofort weg. Zurück. Am besten gleich zurück. Moment, vielleicht, wenn ich die Kamera habe, vielleicht sehe ich das Ding hier irgendwo. Vielleicht kann ich einfach nur ein Foto machen und dann schnell wieder zurücklaufen. Ich meine, sonst glaubt mir ja niemand. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Was war das für ein Schrei? Und der hallt hier immer noch. Der hallt hier immer noch nach. Schnell ins Haus. Sofort ins Haus. Rengo, komm mit! Rengo, komm schnell mit ins Haus! Komm schnell mit rein! Was ist das? Ich habe gerade Schritte gehört. Rengo, komm schnell mit ins Haus. Draußen ist es nicht sicher. Ich höre Schritte. Rengo. Komm am besten mit ins Haus. Irgendwas lauter draußen. Ist da was? Ich habe nichts gesehen. Ah, schnell wieder rein. Was waren denn das für Schritte, bitteschön? Hallo? Ist hier jemand? Oh, Rengo bellt. Das bedeutet nichts Gutes. Ist hier irgendwas? Ich sehe aber gar nichts. Ich meine, solange ich das Gewehr habe, ist erstmal alles sicher.
Ich besorge mir lieber mal hier draußen ein bisschen Holz, damit ich wirklich vielleicht mir irgendeine Waffe oder sowas bauen kann. Ich meine, ich kann mich im Nahkampf nicht auf meine Fernkampfwaffen verlassen. Ich brauche unbedingt eine Spitzhacke oder so. Niemand wollte hier rauskommen und uns bei der Suche helfen. Das kann doch gar nicht sein. Aber, oh, was ist da hinten? Moment. Das sind nur Wölfe. Oh, haben mich das Ding gesehen? Ah ne, die Wölfe sind ungefähr. Oh nein, 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 nein. Hat er gerade gesagt, I see you? Hat er gesagt, dass er mich sieht? Das bilde ich mir doch alles ein. Das kann doch alles nicht echt sein. Das kann doch alles niemals echt sein. Oh, ich erschrotte, ich erschrotte. Oh nein. Das war der Goatman. Das war niemand, der hier draußen ist. Das war der Goatman, der imitiert Stimmen, oder was? Ich höre immer noch die Schritte. Was? Immer noch. Jetzt ist es vor mir. Neben mir? Aber ich sehe nichts. Ich kann nichts sehen. Oh oh. Ich gehe am besten nach oben. Moment, das Ding weiß nicht, dass ich... Weiß das Ding, dass ich hier bin? Ich hoffe nicht. Vielleicht kann ich einfach probieren, das von hier oben zu fotografieren. Und dann verbarrikadiere ich mich hier einfach im Haus. Ist das hier irgendwo? Ich sehe nichts. Ich kann von hier oben nichts sehen. Also ich meine, ich kann schon was sehen, aber ich kann nicht diesen Goatman sehen. Nicht, dass er unten irgendwie da auf mich lauert. Ich muss erstmal ganz ruhig bleiben. Ich habe meine Waffen bei mir. Ich höre immer noch die Schritte. Und mir läuft sie eiskalt den Rücken runter. Das ist so. Das Ding muss doch da draußen irgendwo sein. Am besten nehme ich einfach meine Waffe. Und dann schnappe ich dieses Ding. Ich verpasse dir einfach eine Ladung. Das ist hinterm Haus. Okay. Oh oh. Was war das für ein. Was war das für ein Schrei? Hier hinten ist auch nichts. Aber wie kann denn das sein? Ich kann doch nicht hier einfach so Schritte hören. Ich fühle mich. Ich hab Gänsehaut. Was macht dieses Ding? Vielleicht gehe ich hier am besten auf den zugefrorenen See. Vielleicht einen besseren. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Das kam jetzt von hier hinten, der Schrei. Von wo kam das denn? Am besten gehe ich zurück ins Haus. Am besten halte ich die Waffe bereit und gehe zurück. Was war das? Oh nein! Oh nein, das war der Goatman. Ich habe den Goatman gesehen. Das Ding hat auf mich gewartet. Was ist das? Warum ist das so laut? Und jetzt weint das Ding? Jetzt ist wieder ruhig. Das Ding muss jetzt hoffentlich weg sein. Ganz langsam. Arango ist noch da, ein Glück. Habe ich mir das nur eingebildet? Aber das kann doch nicht sein, ne? Das habe ich noch nicht. Arango, habe ich mir das eingebildet? Komm am besten mit rein. Komm schnell mit rein, Arango. Das Ding ist irgendwo hier draußen. Das wartet nur auf mich. Versuch mich jetzt immer wieder rauszulocken, oder was? Ah, ich bekomme ein Foto. Und dann kommt die ganze Armee am besten hier raus. Und jagt dieses Ding. Aber. Mm-mm. Aber wo ist das Ding hin? Und warum höre ich das so laut? Was mache ich denn jetzt am besten? Am besten halte ich die ganze Zeit die Schrotflinte bereit. Ich glaube, mit dem Jagdgewehr habe ich ja so gut wie keine Chance draußen. Wenn das Ding wieder auf mich zugerannt kommt. Vielleicht wieder am besten auf den See? Oder vielleicht, wenn ich die Laterne auslasse, vielleicht sieht mich dann dieses Ding nicht. Wenn ich hier einfach erstmal in den Wald gehe mit der Kamera. Aber vielleicht will ja genau dieses Ding das. Dass ich hier rausgehe in den Wald. Ich höre schon wieder die Schritte. Das Ding ist irgendwo da hinten. Das hat mich verfolgt. Hast du das gehört? Ich habe eine Waffe bei mir. Solltest du näher kommen, dann war's das mit dir. Was ist das da hinten? Das ist nicht der Goatman. Das ist irgendwas anderes. Was ist das? Da mache ich am besten auch ein Foto von. Was ist das für ein komisches Ding? Das habe ich noch nie gesehen.
Das Foto ist schwarz? Doch. Und das Ding ist wieder weg. Das Ding, was da hinten war, ist wieder weg. Ich glaube, ich werde langsam verrückt. Ich glaube, ich werde langsam verrückt hier draußen. Das ist wieder verschwunden. Vielleicht sollte ich wirklich in der Hütte bleiben. Vielleicht bin ich da wirklich am sichersten. Aber ich kann doch hier nicht... Am besten muss ich warten, bis es Tag wird. Und dann muss ich so schnell wie möglich weg von hier. Ich kann hier nicht bleiben. Oh, was ist denn das hier hinten? Das ist eine Höhle oder sowas. Hier geht's auf jeden Fall weit runter. Hat hier vielleicht der Goldman meinen Onkel her verschleppt oder was? Ah, da kann ich jetzt nicht runtergehen. Oh nein, auch das Anzeichen von dem Goldman. Da stößt sich immer die Hörner an den Bäumen ab. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe gerade irgendeinen Klopfen gehört. Nicht, dass es der Goldman an den Bäumen war. Schnell wieder zurück. Moment, wo komme ich hier? Das Ding ist irgendwo hier draußen. Ich glaube, das Ding beobachtet mich die ganze Zeit und weiß, wo ich mich die ganze Zeit befinde. Und ich höre auch schon wieder Schritte hinter mir. Kann sich das Ding irgendwie tarnen? Help me! Hallo? Das hat schon wieder nach Hilfe gerufen. Aber es hat sich doch angehört wie ein Mensch. Imitiert das etwa Menschenstimmen? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich habe das Gefühl, dass ich ja dieses Ding hierher gelockt habe. Aber Moment, habe ich hier draußen noch irgendwas? Warum, hier musst du... Schon wieder. Schon wieder dieses Ding hier. Ich brauche am besten irgendeine Nahkampfwaffe. Vielleicht eine Spitzhacke. Was ist das? Was ist das für eine Musik? Was ist denn das auf einmal? Was ist hier los? Und jetzt ist es wieder aufgehört. Was war denn das? Oh, ich nehme mir schnell das Essen hier mit, was ich hier gebraten habe. Und am besten nehme ich meine Laterne auch wieder mit. Ich meine, jetzt habe ich die Spitzhacke bei mir. Falls das Ding wirklich wieder zu nahe kommen sollte, dann kann ich einfach die Spitzhacke verwenden. Und jetzt weiß ich noch, bis das ganze Fleisch... Was habe ich denn da vorhin überhaupt fotografiert? Was war denn das? Irgend so eine komische Kreatur, die da gestanden hat und mich beobachtet hat. Das war aber nicht der Goldman. Ich habe eine Waffe bei mir. Nein. Oh, das ist... Das Ding ist da. Wo kommt das Ding auf einmal her? Und jetzt ist... Was ist das? Nein. Und jetzt ist... Ich höre da unten noch Schritte. Das Ding ist noch hier. Das Ding ist auf jeden Fall noch hier. Ich habe aber ein Foto hinbekommen. Das glaubt mir doch niemand. Das sieht aus wie ein kaputtes Fenster auf diesem Foto. Oh, Rengo ist noch unten. Das Ding scheint kein Interesse an Rengo zu haben. Das will nur mich haben. Ich höre die Schritte draußen. Moment, ich gehe einfach mit meiner Waffe raus. Das Ding ist noch irgendwo hier. Moment, Moment, aber auf dem See habe ich den besten Überblick. Ist es noch irgendwo hier draußen? Ist es das da? Ich werde verrückt. Das Ding war doch gerade irgendwo hier. Das kam auf mich zugerannt. Moment, ich schaue mich am besten hier auf dem zugefrorenen See um. Das muss hier noch irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht ist es hier hinten noch. Ist es da? Ist das Ding hier? Nee, hier hat sich auch die Hörner abgestoßen. Ist es hier hinten in diesen Bäumen? Nein. Schon wieder dieser Schrei! Das Ding muss irgendwo hier draußen sein. Ich muss es nur mit dem Jagdgewehr erwischen. Rengo, komm am besten mit. Wir gehen zusammen auf die Jagd. Wenn du bellst, dann ist es irgendwo in der Nähe. Komm mit, Rengo, wir suchen jetzt dieses Ding. Das Ding hat uns, glaube ich, gefunden. Ich glaube, das Ding hat eher uns gesucht. Warte, Rengo, wir gucken hier noch weiter. Vielleicht finden wir das hier draußen. Und wenn ich dann dieses Ding der Polizei präsentiere, ich glaube, dann sehen die hier die ganze Situation anders. Ich glaube, Rengo hat hier die Pferde aufgenommen. Oh, das Ding ist hier! Rengo, lauf! Lauf, Rengo! Oh, nein! Es ist hier! Ah!
Gefällt dir diese Art Content und möchtest du noch mehr? Dann abonniere diesen Kanal und folge mir für Spoiler auf Instagram. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.